Hallo und willkommen zu diesem Video. Cool, dass du mit dabei bist. Heute geht es um die Frage, bringt der Schillerpin wirklich was in Pokémon Legenden Arceus? Ich habe da zwei richtig geile Methoden vorbereitet. Das wird definitiv spannend, also bleib auf jeden Fall dran und viel Spaß. Also, wir haben jetzt erst einmal all unsere Pokémon auf Forschungslevel 10 gelevelt und damit haben wir den Schillerpin erhalten. Jetzt habe ich mir zwei Methoden überlegt. Methode Nummer 1 sieht folgendermaßen aus. Wir besuchen 15 Outbreaks hintereinander. Das sind diese Ansammlungen von Pokémon auf der Karte und da müssten wir eine ganze Menge Pokémon zu sehen bekommen. Wir werden diese Outbreaks nicht resetten, denn wir wollen ja herausfinden, bringt der Schillerpin was im ganz normalen Spielverlauf? Und da würden wir ja auch nicht die ganze Zeit irgendwas resetten, das ist einfach ganz wichtig. Drittens, wir fangen nur die Pokémon, wir kämpfen nicht gegen diese. Also, das machen wir einfach so. Punkt Nummer 4, Spiel nicht neu starten, das würden wir auch nicht die ganze Zeit machen im Spielverlauf. Und unsere Chancen sehen folgendermaßen aus, wir haben einen Schillerpin, die Pokédex-Einträge sind auf Level 10 und wir nutzen die Outbreaks. Und damit haben wir eine Chance von 1 zu 137 ein Shiny-Pokémon zu bekommen. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Methode Nummer 2 ist wesentlich einfacher. Wir überfliegen einfach jedes Gebiet und schauen mal, ob wir da auch ein Shiny-Pokémon finden könnten. Die Chance ist ein bisschen extremer und zwar 1 zu 819. Und das wären unsere Chancen, also checken wir das jetzt mal ab. Wie du sehen konntest, da waren schon ein paar krasse Outbreaks dabei mit ein paar harten Gegnern. Und wir haben jetzt hier 5 volle Boxen gesammelt. Das sind schon mal 150 Pokémon. Dann ist hier noch so eine halbe Box gefüllt. Das sind auch nochmal 17, also 167 Pokémon. Und wir haben noch 2 Shinies. Also von 169 Pokémon haben wir 2 Shiny-Pokémon gefunden. Und das sind die beiden hier. Also schon mal gar nicht mal so übel. Dann machen wir weiter mit der zweiten Methode, die ist natürlich wesentlich einfacher und geht auch ziemlich schnell. Pro Gebiet brauchen wir ungefähr 10 bis 15 Minuten, da haben wir schon größtenteils alles abgesucht oder abgeflogen. Das Gute ist ja, wir hören einen Ton, falls ein Shiny-Pokémon gespawnt wird. Und das kann schon ab und zu mal passieren, das passiert auch oftmals im ganz normalen Spielverlauf. Und ich dachte mir jetzt, mit dem Schillerpin müsste das ja vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Klar, die Chance ist auch nicht ganz so großartig. Wir haben 1 zu 819. Das ist nicht der absolute Hammer. Aber das kann schon mal vorkommen, dass ein Shiny-Pokémon spawnt. Leider hatte ich jetzt hier kein Glück. Ich habe alle Gebiete abgesucht. Das Ganze hat so ungefähr eine Stunde gedauert. Vielleicht ein bisschen länger. Aber ich habe kein Shiny-Pokémon gefunden.
Und das war's mit diesem kleinen Selbsttest, also gar nicht mal so schlecht. Wir haben aus 15 Outbreaks 2 Shiny Pokémon bekommen, das ist wirklich nicht übel. Im normalen Spielverlauf, da habe ich wesentlich mehr Outbreaks besucht und habe nur ein einziges Shiny Pokémon gefunden. Also, der Schillerpin bringt auf jeden Fall schon mal was. Ich würde sagen, mach es definitiv mal, nimm dir ein bisschen Zeit und level alle Pokémon auf Level 10, also Forschungslevel 10 im Pokédex. Das Überfliegen der Gebiete hat jetzt nichts gebracht, aber lässt die Chance auch nur 1 zu 800 irgendwas. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das da nicht unbedingt direkt funktioniert. Aber das Lustige war, als ich zu einem Outbreak geflogen bin, habe ich sogar unterwegs ein Shiny-Pokémon noch gehört. Also da kam noch ein Ton, da hätte ich mir theoretisch auch noch ein Shiny-Pokémon einfangen können. Also mach es auf jeden Fall, es lohnt sich, die Pokémon auf Forschungslevel 10 zu leveln. Da hast du, denke ich mal, eine bessere Chance, später Shiny-Pokémon zu farmen oder zu fangen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch ein Like und ein Abo, das würde mich freuen. Und sei beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, lass es dir gut gehen, mach's gut und ciao.